Die USA haben sie, Russland hat sie, Deutschland hat sie nicht, Israel hat sie, allerdings nicht offiziell, Schweden hat sie nicht, aber der Iran, der will sie, angeblich. Worum geht's? Die Atombombe. Und weil das mit der Atombombe so eine Sache ist, haben der Iran, der UN-Sicherheitsrat und Deutschland kürzlich ein Atomabkommen abgeschlossen. Worum geht es da? Der Iran schränkt sein Atomprogramm ein, zumindest für die nächsten 6 Monate. Er deckelt zum Beispiel die Anreicherung von Uran, dafür lockert der Westen seine Sanktionen. Das heißt, der Iran ist erstmal ein bisschen weiter weg davon, eine eigene Atombombe zu bauen und bekommt im Gegenzug finanzielle Entlastung. Aber warum ist das eigentlich so kompliziert mit der Atombombe? Hier sind 10 Fakten rund um die Big Bomb. Die erste Atombombe bauten die Amis. Dafür gründete die US-Armee 1942 extra das streng geheime Manhattan-Projekt. Die Amerikaner befürchteten nämlich, dass die Deutschen auch an einer Bombe basteln und wollten schneller sein. Mit Erfolg. 1945 zündete die erste Atombombe in der Wüste von New Mexico. Dieser Wissenschaftler ist der Vater der Bombe, Robert von Oppenheimer. Der Physiker entwickelt die Bombe mit und ist zunächst begeistert von der Technik. Aber die Begeisterung schlägt um. Von Oppenheimer hat sein Leben lang Gewissensbisse. Alle reden über die Bombe, aber tatsächlich eingesetzt wurde sie erst 2-mal, und zwar im August 1945 in Japan. Die allererste Bombe heißt Little Boy und wird über der Stadt Hiroshima abgeworfen. Fat Man, die zweite Bombe, explodiert 3 Tage später über Nagasaki. Warum ist die Atombombe eigentlich so ein Thema? Wissenschaftler haben mal ausgerechnet, was eine Atombombe in New York ausrichten würde. 52.000 Tote verursacht allein die Druckwelle und die Hitze. Die nächsten 10.000 sterben wegen der radioaktiven Verstrahlung. Der radioaktive Niederschlag tötet dann weitere 200.000 Menschen. Grundsätzlich gilt, Atombomben töten nicht nur durch die Explosion, sondern auch langfristig. Die Strahlung kann sich über Jahre halten und beeinflusst nicht nur den Körper, auch Boden und Wasser werden verseucht. Die Bombe spaltet die Welt in Haber und Nichthaber. Offiziell besitzen die Bombe USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China. Inoffiziell besitzen die Bombe ziemlich sicher Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea. Eigentlich war das nicht so geplant. Es gibt sogar einen eigenen Vertrag, der die Verbreitung von Atomwaffen verhindern soll. Der Atomwaffensperrvertrag. Der Vertrag regelt, welches Land die Atommacht ist und welches darauf verzichtet. Die Länder, die schon vor dem Vertrag Atomwaffen hatten, dürfen diese laut Vertrag nicht weitergeben und müssen abrüsten. Wer noch keine Atomwaffen hatte, bekommt auch keine. Atomkraft für friedliche Zwecke, wie zum Beispiel Strom benutzen, darf aber jeder, der den Vertrag unterschreibt. Ein Problem am Vertrag? Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea haben nicht unterschrieben. Das offizielle Ziel, die Atomwaffen, die es schon gibt, wieder loszuwerden. Das nennt man Abrüsten, also Atomwaffen unfähig machen. Und da gibt es immer noch genug. Schätzungsweise gibt es weltweit noch 17.000 Atomwaffen. Deutschland hat keine eigenen Atombomben, dafür lagern wir welche für die Amis. Schon in den 50ern haben sie erstmals Atomwaffen in Deutschland stationiert. Mittlerweile gibt es noch schätzungsweise 10 bis 20 Exemplare an einem Standort in der Eifel, am Fliegerhorst Büschel. Ganz schön viel Sprengkraft, so eine Atombombe. Merkt man ja auch an dem Deal mit dem Iran. Noch eine Bombe soll unbedingt verhindert werden. Was meint ihr denn? Soll jedes Land selbst bestimmen können, ob es die Bombe baut, oder ist da der Gruppenzwang sinnvoller? Schreibt es doch in die Kommentare. Das waren 10 Fakten zur Atombombe. Ich bin TomatoLix und tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ole, das ist Norm und ihr seid bei Fakta. Wir haben für euch jetzt ganz viele fantastische, verrückte Fakten. Diesmal zum Thema Koalitionsvertrag. What the fuck? Jetzt ist es endlich soweit. Ein Anker für Deutschland. Der Vertrag für Schwarz-Rot steht. Wochenlange Verhandlungen, schlecht gelaunte Politiker und jede Menge Kompromisse. Aber jetzt gibt's ein Ergebnis.